Hallo? Was los? Aha. Mit wem spreche ich denn? Aha. Und wie ist Ihr Name? Sagen Sie nicht. Okay. Um was geht es denn? Wie bitte? Ich soll meinen Lottovertrag. Wie bitte? Ich soll meinen Lottovertrag kündigen. Ich habe ja gar nicht mitgespielt. Wie kommen Sie denn darauf? Aha, wer hat Ihnen das gesagt? Ach, Sie kennen die Frau nicht. Wie ist denn der Name der Frau? Gewonnen! Habe ich gewonnen auch noch. Wie viel denn? 30.000 Euro. Ja, sofort überweisen. Stimmt das auch? Ach, ich soll Ihnen die Kontonummer geben. Aha. Ja. Was wollen Sie von mir? Ich habe weder einen Vertrag abgeschlossen, noch habe ich irgendwo eine Zusage gemacht, noch habe ich irgendwo mit jemandem gesprochen und ich habe keine Unterlagen, keine Kontonummer, nichts. Was sollen diese Telefonscheiß da? Ja, horchen Sie mal zu. Ich bin nicht blöd, Deppen Deutschland. Ja? Lotto, ich habe schon über 10 Jahre nicht mehr gespielt. Wie kommen Sie, dass ich da mitgespielt habe? Ja, Herr Francis, ja, passen Sie auf und beruhigen Sie sich. Scheißdreck mache ich. Ne? Wie? Das kann nicht sein. Ach, der Schuldenabteilung übergeben Sie das. Na, mal viel Glück. Ja. Ja. Und wie viel ist da offen? Wie viel soll ich da bezahlen? 70 Euro. Für was denn? Ich habe ja gar nicht mitgespielt. Sag mal, spinnen Sie ja alle? Habe ich hier in Deutschland nur noch mit Vollidioten zum Tun? Hey, vergessen Sie das, Sie Penner. Ja, Penner, ja, alle, ja, ihr, alle, die ganzen Lottogesellschaften. Ja, einen auch aufstrengen wollen, ja, ausstrengen, ja. Ja, Sie brauchen mich nicht zu beruhigen. 180 Puls habe ich, du. Jetzt drehe ich mal du, nicht mal sie. 180 Puls habe ich. Ja, wo? Was soll denn der Scheiß hier? Ja, haben wir nicht mitgespielt. Wie kommt es denn darauf? Spitz hier ein bisschen, oder? Vogel hier, der geht mit der Hochhaut. Der Hochhaut, keine Ahnung. Ja. Hey, verpiss dich, ja? Einmal noch anrufen. Dann komme ich mit der Staatsanwaltschaft, mit dem Bundesgerichtshof. Ja? Ja? Hallo? Hallo? Aufgelegt. Ha 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 ha